Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer des heutigen Webinars. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem Webinar teilzunehmen. Das erste Feedback, was ich hier sehe, sieht so aus, dass jeder uns gut hören kann, was wunderbar ist. Dieses Webinar ist das erste Webinar einer ganzen Reihe, die sich Expertenschulung zur Normung nennt. Weitere Themen folgen noch bis zum 29.09. Das sind noch weitere 4 Teile. Also die Expertenschulung besteht insgesamt aus 5 Teilen. Informationen dazu finden Sie auf der DKE-Homepage und wir möchten Sie auch herzlich einladen, auch an den weiteren Teilen teilzunehmen. Im heutigen Seminar wird es darum gehen, wer ist die DKE? Dabei wird es von der Gründung der DKE über Arbeitsergebnisse und Ziele, weiter über die Finanzierung und auch die Beteiligung in der elektrotechnischen Normung gehen. Das Webinar wird 30 bis 45 Minuten dauern. Die Präsentation besteht aus 27 Folien. Dazu möchte ich den heutigen Referenten zu dem Thema begrüßen. Das ist Herr Thomas Sendko. Herr Sendko hat Nachrichtentechnik studiert in Darmstadt 1994. Das ist richtig. Und er ist seit 2009 in der DKE, ist Normungsmanager im Bereich der internationalen Abteilung. Genau. Ich bin Normungsmanager in der internationalen Abteilung. Ich bin verantwortlich für alles, was mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission zusammenhängt, um die Organisation der Managementgremien, die es dort gibt. Und ganz nebenbei haben wir vor 5 Jahren angefangen, diese Art von Seminaren zu geben und haben uns jetzt getraut, das Ganze auch wirklich mal nur über das Web zu machen. Vielleicht an der Stelle kann ich sagen, ich bin ganz froh, dass wir es über das Web machen, weil ansonsten hätten wir heute sehr, sehr wenig Teilnehmer. Wir haben die IAA in Frankfurt, das ist ganz großer Stau. Also alle da draußen, seien Sie glücklich, dass Sie zu Hause bleiben durften, im Büro bleiben durften. Wir machen das jetzt mal hier. Ja, vielleicht 3 Worte zu mir noch ganz kurz. Ich habe 1994 mein Diplom-Ingenieur gemacht, bin also Mitglied einer aussterbenden Rasse von Diplom-Ingenieuren in Darmstadt, Nachrichtentechnik studiert, habe dann im Marketing, im Vertrieb und Technical Support gearbeitet, unter anderem dann 10 Jahre für eine große amerikanische Firma, bin dann mit Normung im Bereich Nachrichtentechnik, im Bereich Kommunikationsverkabelung in Berührung gekommen, bin an die DKE geraten und die DKE hat mich dann mit weiten Armen aufgenommen und jetzt arbeite ich hier seit 6, ja, fast schon im 7. Jahr für die DKE. Kerstin, willst du noch irgendwas sagen? Sonst fangen wir an, die Leute warten drauf. Ja, ich sag noch ein paar Worte. Okay. Ja, ich möchte noch ein paar Worte zu meiner Rolle sagen. Ich bin heute Ihre Moderatorin. Mein Name ist Kerstin Sann. Ich bin seit letztem Jahr Normungsmanagerin in der DKE. Mhm. Und ich werde Sie heute als Moderatorin durch diese Veranstaltung führen. Noch ein paar organisatorische Hinweise, bevor es mit dem Vortrag losgeht. Sie sind während unseres Webinars stumm geschaltet. Das hat den Hintergrund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Dazu kamen jetzt auch schon Fragen. Sie können trotzdem mit uns kommunizieren. Das sollen Sie sogar, denn wir freuen uns, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen. Das können Sie über die Fragen- und Antwortfunktion machen. Da können Sie Ihre Frage direkt an uns schreiben. Wir werden diese Fragen dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese Stellen beantworten, das heißt, ich gebe die Frage dann an den Herrn Sendko weiter, oder wir heben die Frage bis zum Schluss des Vortrages auf und beantworten die gebündelt. Das hängt ein bisschen von der Art der Frage ab, das werde ich als Moderatorin intuitiv entscheiden und Sie so durch das Webinar führen. In jedem Fall werden wir versuchen, heute alle Ihre Fragen zu beantworten. Im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne noch wissen, wie es Ihnen gefallen hat. Dazu wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie bitten möchten, teilzunehmen. Denn wir möchten
in Zukunft Mehrwerte bieten und sind daher an Ihrer Meinung stark interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist noch, dass wir im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen werden. Sollten Sie also nicht immer auf den ersten Blick alles vollständig erfassen können auf den Folien, dann können Sie sich hinterher alles nochmal ansehen. Bevor ich jetzt an unseren Referenten übergebe, möchte ich gerne noch was über Sie erfahren, damit wir hier wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich werde dazu eine Umfrage starten. Die wird sich in Ihrem Fenster rechts öffnen. Und die Umfrage ist, ob Sie bereits in der Normung aktiv sind. Das heißt, wir möchten gerne wissen, sind Sie schon Experte in der DKE? Da möchte ich Sie bitten, in der nächsten Minute kurz zu antworten. Die Umfrage hat sich jetzt geöffnet. Ich hoffe, Sie können sie sehen. Ja, ich sehe, Sie antworten fleißig. Im Moment überwiegen doch deutlich die, die bereits in der Normung aktiv sind. Wir freuen uns aber auch, dass wir hier schon jetzt über 20 Teilnehmer haben, die noch nicht Experte sind in der Normung. Ich werde die Umfrage jetzt schließen. Der überwiegende Teil der Teilnehmer hat hier teilgenommen. Es sind 41 Personen bereits in der Normung aktiv, 22 nicht. Das ist ein schönes Ergebnis zu sehen, dass auch viele noch nicht Beteiligte in der DKE sich hier interessieren, aber auch für die, die schon Experten sind, hoffen wir, dass wir Ihnen heute hilfreiche Informationen zur Verfügung stellen können. Wir möchten dann auch jetzt loslegen. Ich habe zunächst alles gesagt und möchte damit an Herrn Sendko übergeben. Viel Spaß bei dem heutigen Webinar. Danke, Kerstin. Wunderbar. So, dann würde ich vorschlagen, ich beginne. Wenn du noch so nett wärst, mich zum Moderator zu machen, dann habe ich es leichter. Wunderbar. Sie sind jetzt der Moderator. Vielen Dank. Nun denn, wir beginnen. Die Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik, INDIN und VDE. Schon der erste Fehler in der ersten Folie. Das DIN hat seinen Artikel weggelassen und dort müssen wir ein M weg uns denken. Sie sehen, der Name der Firma ist recht lang. Wir sind also eine Firma, die quasi ihre Aufgabe im Titel vor sich herträgt. Wer sind wir? Die Deutsche Kommission für Elektrotechnik ist ein recht junges Gebilde, wenn man mich als jung bezeichnen würde. Sie ist ein Jahr jünger als ich, gegründet im Jahr 1970, hervorgegangen allerdings aus zwei Institutionen, die da schon eine gewisse Geschichte hinter sich hatten. Wir haben zwei Institutionen, die sich dann im Jahre 1970 zusammengefunden haben. Wir haben einmal einen Normenausschuss, der in DIN gegründet wurde. Das DIN ist ja schon 1917 gegründet worden. Viel älter ist allerdings der Verband der Elektrotechnik, zu dem wir auch heute noch gehören als Deutsche Kommission für Elektrotechnik. Wir sehen, das ist nicht ganz einfach. Der VDE ist 1893 gegründet. Er ist hervorgegangen aus einer Institution der elektrotechnischen Vereine, die unter maßgeblicher Führung von Werner von Siemens gegründet wurde. Diese Vereine hatten damals schon zur Aufgabe sich gemacht, die Anwendung von elektrischer Energie in jeglicher Art sicher zu machen und hat dazu Regeln aufgestellt und diese wurden dann im VDE, als er dann ein Jahr nach dem Tod von Werner von Siemens gegründet wurde, weitergeführt im
weiterentwickelt zu einem Vorschriftenwerk. Und dieses Vorschriftenwerk beschäftigt sich in erster Linie mit den Aspekten der sicheren Anwendung von elektrischer Energie. Diese Sicherheitsanwendungen finden sich heute noch in den VDE-Vorschriften. Das heißt also auch gleich der erste Fakt, den man sich merken kann. Die DKE produziert Normen mit Hilfe der technischen Experten, die hier aktiv sind, in den vielen, vielen Komitees, die wir haben, die wir führen. Und so diese Normen sich in irgendeiner Art und Weise mit Sicherheit oder mit elektromagnetischen, mit Aspekten der elektromagnetischen Verträglichkeit beschäftigen, dann erhalten diese DIN-Normen eine VDE-Spezifikation und zusätzlich zu dem Titel der DIN-Norm erhalten Sie dann also eine spezielle Nummer, die sich dann auch auf diesen Normen findet. Ja, das ist der eine Teil des Vorschriftenwerkes, das die DKE verwaltet. Wir haben also die VDE-Vorschriften. Darüber hinaus haben wir natürlich ganz, ganz viele Normen, die das Betriebsverhalten, die Maße von Produkten, von Systemen beschreiben. Und die sind vormals gelistet worden im DIN-Normenausschuss FNE. Und im Jahr 1970 hat man dann sich entschieden und hat gesagt, okay, diese beiden Normenteile, diese beiden Normenwerke, die müssen von einer Institution verwaltet werden. Und dementsprechend hat man die Deutsche Kommission für Elektrotechnik gegründet im Jahr 1970, im Herbst 1970, und offiziell die Arbeit aufgenommen haben wir dann im Jahr 1971. Und ein weiterer Fakt ist, dass wir dann im Jahr 1975 über DIN einem Normenvertrag mit der Bundesregierung beigetreten sind, aber dazu Näheres später. Dieser Normenvertrag zwischen der Bundesregierung und DIN erkennt DIN und damit natürlich auch DKE als ein Normenausschuss des DIN als eine Normenorganisation erst an. Das heißt, wir haben gewisse Verpflichtungen aus diesem Vertrag. Wir müssen das öffentliche Interesse berücksichtigen in der Normenerstellung. Wir dürfen nicht auf der grünen Wiese arbeiten. Wir arbeiten nach festen Verfahrensrichtlinien. Ja, es gibt also tatsächlich eine Norm, um Normen zu erstellen. Da ist dann alles aufgegliedert über die Formatierung, aber natürlich auch über den Ablauf. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer nach den transparenten Regeln arbeiten, die uns DIN dort gegeben hat. Im Gegenzug erlauben wir der Bundesregierung und den öffentlichen Stellen, behördlichen Stellen, sich an der Lenkung der DKE zu beteiligen. Und wir erwarten auch eine Partizipation in unseren Gremien, das heißt also in Normungsgremien, die für behördliche Stellen von Interesse sind, erreichen wir auch, dass dort dann Vertreter vorhanden sind und somit an der Konsensbildung beteiligt werden. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Bundesregierung Notwendigkeiten sieht, Normungsarbeiten anzustoßen, wir werden morgen darauf kommen, dass jedermann Normungsarbeiten zumindest anregen kann und die Gremien der DKE entscheiden dann darüber. Diese Anträge der Bundesregierung sollen wir gemäß dieses Vertrages mit einer gewissen Priorität bearbeiten. Ist aber seit Gründung noch nicht notwendig gewesen. Wir sind stolz darauf, dass die DKE und die Firmen und die Experten, die in der DKE tätig sind, doch sehr verantwortlich arbeiten und Normen erstellen, die auch wirklich notwendig sind und gebraucht werden. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip, das wir hier in der DKE leben. Also, um das nochmal zusammenzufassen, wir sind die nationale Organisation für die Erarbeitung von Normen und Sicherheitsbestimmungen in diesen drei Bereichen. Und was hinzukommt, wir sind das deutsche Mitglied in der Internationalen Elektrotechnischen Kommission und das Mitglied im europäischen Pendant, nämlich von CENELEC, der Europäischen Kommission für Elektrotechnische Normung. Das bedeutet, dass die Mitarbeit in der DKE kostenfrei ist.
Es ist dann so, dass wir Mitarbeiter delegieren an diese europäischen und internationalen Organisationen, wo dann letztendlich auch Normeninhalte erarbeitet werden. Eine gewisse Sonderrolle stellt ETSI dar. ETSI ist das europäische Konglomerat, ein Verein, der elektrotechnische Standards erzeugt im Bereich der Nachrichtenübertragung. Da ist es so, dass diese Telekommunikationsstandards etwas anders erarbeitet werden, aber dazu auch in einem späteren Webinar mehr. Nun, was machen wir? Wir arbeiten DIN-Normen, das habe ich schon gesagt, und darüber hinaus prüfen wir, ob diese DIN-Normen Sicherheit oder EMV-Aspekte tangieren, und dann erhalten diese DIN-Normen darüber hinaus noch eine VDE-Spezifikation. Wir erarbeiten allerdings auch Normen vorangehende Dokumente, die wir als Spezifikationen bezeichnen wollen. Was wir auch machen, ist, das ist ein relativ junges Produkt in Bezug auf die Lebensdauer der DKE. Das sind sogenannte Anwendungsregeln. Diese Anwendungsregeln haben nur nationale Bedeutung. Diese können von einer Gruppe von Experten relativ schnell erstellt werden. Es geht also um ganz, ganz neue Anwendungen, die der elektrotechnischen Normung bedürfen. Dort setzt man sich mit einem ausgewählten Kreis von Mitarbeitern zusammen, schreibt die Inhalte, die man für bestimmenswert hält, hier in der DKE auf Papier, und die DKE sorgt dann dafür, dass sie publiziert werden, und man kann dann in den großen in den großen Pool springen und den Konsens europäisch oder international suchen und aus dieser Anwendungsregel vielleicht auch eine Norm machen, wenn das dann notwendig ist. Ja, die Ziele der DKE. Ich fange mal mit dem Wichtigsten an, die Konsensbildung. Wir führen also herbei, dass man sich mit Experten zusammensetzt und technische Inhalte diskutiert, offen diskutiert, diese dann zusammen zu einem Konsens führt. Das heißt also, man sucht nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner bei der Festlegung von technischen Details, sondern man versucht so lange zu diskutieren, bis jeder seinen Widerstand gegenüber diesem Kompromiss letztendlich aufgibt. Da gibt es natürlich eine Definition, aber die erspare ich uns jetzt hier. Natürlich, wenn man an Normen denkt, denkt man an Kompatibilität. Populärstes Beispiel ist wohl eine der ersten DIN-Normen, die Schrauben und Muttern, die zusammenpassen müssen. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Kompatibilität in zwischen den Produkten, über Produktgrenzen hinweg, hin zu Systemen, die wir heute schon im großen Stil dann normen. Darüber hinaus sichert das natürlich die Qualität. Wir bieten die Grundlage für die Konformitätsbewertung, das heißt also für die weltweite Anerkennung von Zertifikaten über Qualität, über Betriebsverhalten. Wir sichern natürlich auch die Sicherheit, und da verweise ich nochmal auf den VDE und seine Aufgabe. Und ganz, ganz wichtig ist, dass diese Gremien, die wir hier führen und die dann letztendlich Normen erstellen, die Interessen des elektrotechnischen Marktes in Deutschland repräsentieren. Das ist eine Sache, die ich Ihnen am morgigen Nachmittag im Webinar näher bringen werde. Das heißt also, die Gremien, die wir hier in der DKE führen, sind besetzt mit Experten, und wir sehen zu, dass diese Gremien so besetzt sind, dass die unterschiedlichsten Interessen des elektrotechnischen Marktes, die unterschiedlichsten, wir sagen Fachkreise, Stakeholder wäre der moderne Begriff, hier vertreten sind, dass also nicht nur die Industrienormen schreibt, sondern dass auch Anwender mit am Tisch sitzen und so weiter. Das heißt also, diese Interessenvertretung ist ganz, ganz wichtig, und wir sorgen auch dafür, dass diese Interessen international und europäisch vertreten werden, mit der Entsendung von Experten in diese Gremien. Alle diese Experten arbeiten, ohne dass sie dafür bezahlt werden von der DKE, sondern nur aufgrund der finanziellen Unterstützung ihrer Firmen, die hinten dran stehen. Das ist eine ganz, ganz tolle Institution und sorgt auch für ganz, ganz tolle Verhältnisse in diesen Gremien, sehr professionell.
ein paar Aussagen aus der sogenannten deutschen Normungsstrategie. Warum machen wir das alles? Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass wir versuchen, mit den technischen Inhalten, die wir hier in Deutschland erarbeiten, internationale Standards zu setzen, international Normeninhalte zu setzen und damit natürlich versuchen, die Exporte in andere Märkte, in andere Regionen der Welt zu stützen. Wir machen aktiv, beteiligen wir uns an der Werbung für das Modell der IEC-Normung, der internationalen Normung und liefern nicht nur Inhalte, sondern bewerben auch zukünftige Länder, also aufstrebende Länder, dass sie sich an der Normung auf der IEC-Ebene beteiligen, die Normeninhalte dann auch übernehmen, sodass es wiederum einfacher wird, in diese Länder zu exportieren, beziehungsweise halt auch Ware zu importieren und sich auf eine Norm zu berufen. Das ist ein strategisches Instrument. Eine Firma kann sich entscheiden, in der Normung mitzumachen und einen Teil ihres Know-hows zur Verfügung zu stellen. Natürlich auch ganz, ganz viel an Know-how aus diesen Gremien wieder mitzunehmen und das noch lange bevor das Produkt überhaupt marktreif ist. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist die Aussage, Normung entlastet die staatliche Regelsetzung. Wir haben also das Prinzip in Deutschland, dass wir Gesetze haben, auch in der Europäischen Union Richtlinien haben, die den groben Rahmen zum Beispiel für Sicherheit vorgeben, wie diese Sicherheit zum Beispiel in der Anwendung von elektrischer Energie dann realisiert wird, das wird in Normen beschrieben und diese Normen gibt sich dieser elektrotechnische Markt selber und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass nicht einzelne Firmen, nicht einzelne Fachkreise aus diesem elektrotechnischen Markt das dominieren, sondern dass alle wirklich gemeinsam dort an dieser Arbeit beteiligt sind. Nun gut, und Technikkonvergenz ist ein schönes Wort, aber natürlich sorgen wir dafür, dass sich die technische Entwicklung in geregelten Bahnen bewegt. Das heißt also, man einigt sich im Vorfeld der Produktentwicklung auf natürlich gewisse technische Details und vermeidet so Evolutionsschritte in die falsche Richtung. Es gab eine Studie, die vor einigen Jahren durchgeführt wurde, wo man versucht hat, mal den Effekt, den Nutzen der Normung letztendlich zu quantifizieren. Und das Ergebnis war, dass wenn wir keine Normung hätten in Europa, dann würden wir ein Vielfaches an Milliarden Euro pro Jahr verbrennen, wesentlich mehr, als uns die Normung in Summe kostet. Also der Nutzen der Normung wurde bestimmt mit etwa 16 Milliarden Euro pro Jahr, der volkswirtschaftliche Nutzen, der durch die Normung erzielt wird. Wo befindet sich jetzt die DKE? Natürlich, wir sitzen hier in Frankfurt, wir sitzen im Gebäude des VDE, wir sind immer noch ein Normenausschuss von DIN, wir arbeiten nach diesen Regeln. Wir sitzen zwischen dem Normenanwender, der Bundesregierung und den europäischen und internationalen Normungsgremien. Zu all diesen haben wir Schnittstellen. Natürlich die Normenanwender, die möglichst aktiv noch beteiligt werden an der Normung. Darüber hinaus wenden ganz, ganz viele Menschen Normen an, ohne dass sie es vielleicht auch merken oder dass sie wissen, woher diese Normen kommen. Umso mehr freut es mich, dass wir heute 70 Teilnehmer an diesem Seminar haben, die sich dafür interessieren. Vielen Dank nochmal dafür. Sie sehen einen kleinen Pfeil hin zur Bundesregierung. Das heißt, die DKE arbeitet eng zusammen mit dem Wirtschaftsministerium. Sie werden lernen, dass wir kein Geld bekommen von der Bundesregierung, sondern wir finanzieren uns rein privat über den Verkauf von Normen. Das entkoppelt uns von der Bundesregierung. Das heißt, wir dürfen natürlich auch Nein sagen. Das Gremium darf Nein sagen zu eventuellen Vorschlägen, die von dort kommen. Die Europäische Kommission ist natürlich in Kontakt mit der Bundesregierung. Gerade jetzt ist uns das sehr, sehr bewusst. Diese Europäische Kommission stellt den regulatorischen Rahmen in Europa dar, an dem sich dann
CEN und CENELEC, die beiden europäischen Normungsorganisationen für den nicht elektrotechnischen Teil CEN und die elektrotechnische Normung CENELEC orientieren. Und da gilt Gleiches wie zwischen der Bundesregierung und der DKE. Es gibt Rahmen, es gibt Richtlinien und die eigentlichen Details werden dann ausgeführt in der Norm durch die Organisation CENELEC. Und CENELEC an sich ist ähnlich aufgebaut, auch das werden Sie in einem späteren Teil dieses Webinars lernen, ein ganz schlanker Körper und die eigentliche Arbeit wird gemacht von Experten, die sich dann in diesen europäischen Gremien engagieren und man versucht dann einen gemeinsamen technischen Standard für Europa festzulegen und der wird dann festgeschrieben in europäischen Normen. Aber dazu in einem späteren Teil mehr. Ein paar Zahlen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir sind in der internationalen elektrotechnischen Normung das größte Komitee. Das heißt, also, wir stellen sehr, sehr viele Vorsitzende und Sekretäre in diesen internationalen Gremien. Über 1200 Experten entsenden wir jedes Jahr zu Sitzungen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission. Etwa die Hälfte beteiligen sich an der Arbeit auf europäischer Ebene und bei ETSI in der Telekommunikationsnormung ist es so, dass wir die Normen und die Standards, die dort erzeugt werden, publizieren. Roundabout 3.500 Experten, je nachdem, wen man zu diesen Gremien dazuzählt, ob man Arbeitskreise auch noch mit hinzuzählt, dann ist es noch eine Vielzahl von mehr Experten, die hier tätig sind. Aber dazu auch später mehr. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Sie sehen einen blauen Teil auf dieser Folie und einen grünen Teil. Der grüne, schlanke Teil ist die eigentliche Geschäftsstelle der DKE, geführt von einer Geschäftsführung. Wir haben zwei Geschäftsführer. Das eine ist der Dr. Thies, Sprecher der Geschäftsleitung, und der Michael Teigler, der zweite Geschäftsführer ist. Die beiden führen die eigentliche Institution der Geschäftsstelle der Normenerstellung, der Normenerarbeitung, der Normenproduktion. Und unterhalb dieser Geschäftsführung haben wir Fachbereichsreferenten, das sind also quasi Abteilungsleiter. Wir haben einen Referenten, der das Gremien oder mehrere Gremien betreut. Und alles das sind DKE-Mitarbeiter. Und wenn Sie jetzt den großen blauen Teil betrachten, dann sehen Sie die Beteiligung, die wir erhalten aus dem elektrotechnischen Markt. Und da sehen Sie, dass wir geführt werden von einem DKE-Lenkungsausschuss. Ich zeige Ihnen gleich, wie der sich zusammensetzt. Ganz, ganz wichtig ist, dieser ist auch besetzt aus allen Fachkreisen des elektrotechnischen Marktes. Und denen berichtet unsere Geschäftsführung und die Kollegen, die dort sitzen, Kolleginnen und Kollegen, die dort sitzen, sagen uns auch, in welche Richtung wir uns entwickeln sollen. Dieser Lenkungsausschuss wird noch beraten in internationalen Dingen. Da gibt es also die internationale, nationale Normung, die einem technischen Beirat obliegt. Wir haben einen Beirat, der in Sachen Konformitätsbewertung berät. Und wir haben noch einen kleinen, aber feinen Beirat, der sich mit der europäischen Telekommunikationsstandardisierung beschäftigt. Und Sie sehen jetzt hier unten noch der Fachbereichsreferent, der Abteilungsleiter der DKE, wird unterstützt von jemandem aus der Wirtschaft. Das heißt also, ein Kollege, der von dem Lenkungsausschuss benannt wird, ist in diesem Fachbereich derjenige, der sagt, jawohl, dieser Fachbereich entwickelt sich technisch in die richtige Richtung. Oder wir müssen ein neues Gremium gründen, weil ein technischer Bereich neu entsteht in diesem Fachbereich. Und insofern haben wir also dort auch wiederum eine Institution des Marktes, die dort beteiligt ist. Jedes Gremium wird geführt von einem sogenannten Obmann. In internationalen Gremien ist das der Chairman. Und dieser Obmann ist auch wiederum ein Mitarbeiter aus der Elektroindustrie oder aus dem elektrotechnischen Markt. Und der hat einen Gremienreferent der DKE, der dieses Gremium führt. Und der Obmann ist derjenige, der für die technische Arbeit in letzter Instanz in diesem Gremium verantwortlich ist. Sie sehen, das ist zusammengefasst als die Repräsentanten des elektrotechnischen Marktes. Und das ist etwas, worauf wir sehr stolz sind, dass wir ein kleines Team haben, was diesen DKE letztendlich darstellt. Und dann ganz, ganz viele Repräsentanten aus dem elektrotechnischen Markt in Deutschland haben, die eigentliche Sacharbeit machen, die aber auch eigenverantwortlich arbeiten und die uns letztendlich sagen, was wir wie
machen sollen. Und das ist eine ganz tolle, ein ganz tolles Gefühl. Hier nochmal etwas detaillierter, vielleicht hinterher auch, um sich das Ganze nochmal anzuschauen. Sie sehen unsere beiden Elternteile, VDE und DIN. Darunter dann die eigentliche Deutsche Kommission für Elektrotechnik, geführt auch wiederum von Vertretern aus dem elektrotechnischen Markt. Wir haben den Lenkungsausschuss, der hier ganz klein in der Mitte zu sehen ist, die Geschäftsführung. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Organisation der elektrotechnischen Normung zurzeit in 9 Fachbereichen, die wir nach den Sektoren der Elektrotechnik geclustert haben. Und was wir jetzt auch sehen, ist natürlich, dass diese Produkte immer mehr konvergieren, miteinander vernetzt sind, miteinander agieren müssen. Und wir haben darauf reagiert, indem wir eine Abteilung Standardisierung Innovation haben. Und in diesem Bereich angesiedelt haben wir Kompetenzzentren, die dafür sorgen, dass diese Silos, diese Fachbereiche miteinander agieren können, ohne Grenzen letztendlich sich austauschen können. Und da sehen Sie, da gibt es ein Kompetenzzentrum E-Energy Smart Grid zum Beispiel, was natürlich ganz, ganz wichtig ist für den Bereich der Energiewende. Wir haben ein Kompetenzzentrum Elektromobilität, was uns noch beschäftigen wird, wenn wir erstmal Elektrofahrzeuge im großen Stil auf dem Markt haben werden. Wir haben ein in der Gründung befindliches Gremium, das nennt sich Smart Cities, wo man schaut, was sind denn die elektrotechnischen Bedürfnisse einer intelligenten Stadt. Und die Abkürzung AAL steht für Active Assisted Living oder Ambient Assisted Living. Und da geht es darum, dass Menschen in ihren eigenen 4 Wänden technische Unterstützung erwarten können. Das geht von Smart Home bis hin zu E-Health-Anwendungen, die wir dort verwalten. Darüber hinaus haben wir eine internationale Abteilung, in der auch ich tätig bin. Und wir haben für alle diese Länder, die Sie hier sehen, verantwortliche Mitarbeiter, Referenten in der DKE, die sich neben ihrem Job der Normenerstellung noch um die Beziehungen zu einem dieser Länder widmen. Besonderheit stellen Indien und China dort. Dort haben wir Kollegen hier in der internationalen Abteilung, deren Wurzeln in diesen Ländern liegen, und chinesische Kolleginnen und einen indischen Kollegen, die hier mit uns an den Beziehungen zu Indien und China arbeiten. Und da ist es so, dass wir natürlich versuchen, im Vorfeld gute Beziehungen zwischen den Normungsorganisationen herzustellen, um dann, wenn es von Interesse ist, Inhalte besser kommunizieren zu können und dort gemeinsam mit diesen wichtigen auch Märkten der Elektrotechnik, nicht so ehrlich muss man sein, schneller voranzukommen. Das ist dieser Lenkungsausschuss, und den zeige ich Ihnen deshalb in der Ausführlichkeit, weil letztendlich die Gremien, die Normungsgremien der DKE auch in dieser Art und Weise besetzt sind. Das heißt, die Abkürzungen, die hier stehen, stehen für die unterschiedlichen Fachkreise, die sich an der Normung beteiligen sollen. Wir haben den Zentralverband der Elektroindustrie als wichtigsten Player der Industrie. Wir haben den Zentralverband des Elektrohandwerks, des Handels. Aber wir haben auch zum Beispiel Bitkom als Verband für die Telekommunikationsindustrie. Wir haben eine Berufsgenossenschaft Elektrotechnik, die sich an der Norm beteiligt. Wir haben Bundesministerien, die mitarbeiten, Prüfinstitute, nicht nur das VDE-Prüfinstitut, sondern auch Gott sei Dank den TÜV mit dabei, sodass wir also dort auch eine Ausgewogenheit darstellen können. Wir haben den Verband des Maschinenbaus, des Automobilbaus, der Elektrotechnik und natürlich DIN, die alle in diesem Lenkungskreis sitzen und letztendlich die DKE führen in fachlicher Hinsicht. Und das kann man übertragen in die Gremien der DKE, und dort ist es auch so, dass wir versuchen, möglichst breit aufgestellt sein, möglichst Vertreter aller Fachkreise in dieses Gremium hineinzurufen. Das hier nur zur Ergänzung. Sie sehen diese Fachbereiche, wie die sich gliedern, allgemeine Elektrotechnik, dann Sicherheit, Betriebsmittel der Elektrotechnik, und Sie sehen dort die Abkürzung, Entschuldigung, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Abkürzung, der Fachbereichsvorsitzende, der aus dem elektrotechnischen Markt kommt. Im Bereich Fachbereich 1 zum Beispiel ist es der Dr. Fabricius, ein Mitarbeiter vom KIT in Karlsruhe.
der fachlich diesen Verband, diesen Fachbereich führt. Und wir haben den eigentlichen DKE-Mitarbeiter, den Herrn Klingner, der als Referent diesen Fachbereich führt und unter dem verschiedene Referenten der Gremien arbeiten. Herr Klingner ist derjenige, der organisatorisch arbeitet, und der Dr. Fabricius ist derjenige, der ihm sagt, ob das, was er tut, auch fachlich in die richtige Richtung geht. Gleiches gilt dann für den Fachbereich 2 und 3 und die anderen Fachbereiche. Sie können sich das Ganze dann im Nachgang nochmal anschauen. Das Ganze geht bis zum Fachbereich 9 und Sie sehen, überall ist ein Vertreter des Marktes verantwortlich für den Inhalt und jeweils ein Mitarbeiter aus der DKE für die Führung. Ein paar Zahlen möchte ich Ihnen noch mit auf die Reise geben. Je nachdem, wie man es rechnet, haben wir etwa 3.500 Experten. Wir haben 450 Arbeitskreise, die dazukommen. Zu 290 Komitees und Unterkomitees, in denen die eigentlichen Normen geschrieben werden, beziehungsweise die dann die Mitarbeiter stellen, die nach Europa oder nach, in die internationalen Gremien entsandt werden. Die DKE selber hat roundabout 100 Mitarbeiter. Standort alleine ist in Frankfurt im VDE-Haus hier in Sachsenhausen in der Stresemann-Allee und wir produzieren im Jahr roundabout 40.000 Seiten an Normen. Wie finanziert sich das Ganze? Ich habe Ihnen schon gesagt, wir geben das Geld aus, was wir über den Erlös aus dem Verkauf von Normen einnehmen. Und wenn man allerdings die elektrotechnische Normung in Summe betrachtet, dann ist es so, dass der überwiegende Anteil der Kosten von den Mitarbeitern, von den Experten aus den Gremien selbst erbracht wird. Das heißt also, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich jedes Jahr dafür, dass Experten nach Frankfurt kommen, sich hier zu Normungssitzungen treffen und elektrotechnische Inhalte in Normen schreiben. Und deren Reisekosten, deren Personaleinsatz bilden etwa 80% der Kosten, die die Normung letztendlich erzeugt in Deutschland. Der eigentliche Etat der Geschäftsstelle bilden etwa 20%. Und wir sind stolz drauf, das ist eine relativ einmalige Sache in, man kann fast sagen, in der ganzen Welt. Es gibt kaum eine Normungsorganisation, die ähnlich finanziert wird wie die DKE, dass wir nämlich über 95% unseres Etats erzielen aus dem Verkauf von Normen. Das heißt, wenn Sie eine Norm beim Beuth Verlag oder beim VDE Verlag erwerben, dann ist es so, dann freuen wir uns, dann ist es unser Gehalt hier in der DKE von diesen etwa 100 Mitarbeitern, das daraus finanziert wird. Natürlich auch die Gremiensitzungen, die hier stattfinden, natürlich auch die berühmte DKE-Suppe, die es hier gibt, wenn wir eine Gremiumssitzung in Frankfurt haben und das alkoholfreie Bier. Alles das wird aus den Erlösen des Normen- und Verkaufs bezahlt, auch die Teilnahme, an IEC und Senelec kostet Geld. Die Mitgliedschaft im Verein IEC und im Verein Senelec kostet Mitgliedsbeiträge, nicht unerheblicher Art und Weise. Und die zahlt auch für die Experten wiederum die DKE. Nicht verschweigen möchte ich, dass wir einen Förderverein haben. Da ist es allerdings so, dass ein relativ kleiner Anteil dieses Budgets, was wir verwalten als DKE, von diesem Verein kommen. Aber nichtsdestotrotz, 69 Teilnehmer, vielleicht fühlt sich jemand der Normung so verbunden, dass er sagt, jawohl, ich möchte einen Beitrag leisten. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder in diesem Förderverein. Das nochmal zum Nachlesen. Und wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende des ersten Webinars. Wo kommen die Normen her? Ich habe Ihnen schon gesagt, etwa 80% der Inhalte, die wir in DIN-Normen finden, stammen aus der internationalen Normung. Das ist einzigartig in der Elektrotechnik, das ist in anderen Bereichen der Normung nicht so. Wir haben in den DIN-Normen, die hier in Deutschland von uns erzeugt werden, von uns
in den Markt gebracht werden, von der DKE in den Markt gebracht werden. Die Inhalte kommen zu etwa 80-85% aus der internationalen Nahrung. Das heißt also, die Elektrotechnik hat das geschafft, was andere Technikbereiche noch vor sich haben. Wir sind international. Wir haben Experten in der IEC aus allen, fast allen Ländern der Erde. Auch das ist ein Inhalt vom Webinar in der nächsten Woche. Wie funktioniert internationale Normung? Wie funktioniert europäische Normung? Wie komme ich von einem Normenantrag in Deutschland hin zu einer deutschen Norm über den, ich will nicht sagen Umweg, aber über den Konsensfindungsweg europäisch und international? Das werden wir nächste Woche dann erfahren. Wir haben jetzt eine Frage, so wie es aussieht. Genau, wir hatten ja eben noch eine Folie zum Budgetetat und jetzt gibt es die Frage zu dem Gesamtetat und auch dem Gesamtumsatz der DKE, ob man dazu eine Aussage treffen kann. Ja, natürlich kann man eine Aussage treffen. Wir reden von einem Gesamtetat von etwa 20 Millionen Euro im Jahr. Das Ganze ist natürlich auch nachzulesen im DKE-Jahresbericht und da glaube ich, kann ich auf die DKE-Homepage verweisen. Wenn man da ein bisschen rumklickt, dann findet man irgendwo den Jahresbericht von 2014. Wir arbeiten gerade schon am Jahresbericht für 2015. Und da steht alles im Detail drin, auch der Personaleinsatz und auch die, das Budget, was wir letztendlich haben. Danke für die Frage. Gut. Okay, kommen wir langsam aber sicher zum Schluss. Ich wollte Ihnen nur dieses Balkendiagramm ein wenig näher bringen. Der große blaue Teil bietet den Inhalt der internationalen Normung. Das heißt, die Inhalte kommen von der IEC, werden dann über Europa vielleicht noch bei Bedarf harmonisiert und werden dann in Deutschland als DIN-Norm übernommen. Darüber hinaus haben wir noch einen ganz, ganz kleinen Teil von rein nationaler Normung. Das betrifft nationale, sicherheitsrelevante Dinge, wo wir durch Gesetze der Bundesregierung verpflichtet sind, diese Inhalte konkreter zu beschreiben und wo wir uns nicht an internationalen Normen orientieren dürfen, sondern an Gesetzen, die hier in Deutschland gelten, Produktsicherheit, Atomgesetze und so weiter. Auch da haben wir ein eigenes Webinar, ganz, ganz zum Schluss, Normung und Recht. Da werde ich dann sprechen über das Verhältnis des Rechtswesens in Deutschland und der wie die Normung letztendlich in diesem angesiedelt ist. Dazu allerdings dann mehr das nächste Mal. Und damit Sie wissen, was Sie diese und nächste Woche noch tun können, habe ich nochmal aufgelistet, wann wir uns wieder hören können. Wir könnten uns morgen Nachmittag wieder hören, wenn es darum geht, wie funktioniert denn eigentlich die nationale elektrotechnische Normung, was sind die Regeln, wie sind die Abläufe, wenn ich rein national eine Norm erstellen möchte. Im Teil 3, das ist dann schon am 22., das ist nächste Woche, erkläre ich die internationale elektrotechnische Normung, aber natürlich auch die europäische elektrotechnische Normung. Wer ist IEC, wer ist CENELEC, wo kommen die her, wie arbeiten diese? Da gibt es ganz, ganz viele Parallelen zur DKE und der Teil 4 ist der Teil, der dann die Sachen, die Fäden, die ich bis dahin in die Luft gesponnen habe, zusammenführt. Dort werden Sie dann sehen, was muss ich tun, um von meinem Normungsvorschlag hinzukommen zu einem im Moment noch Papier, wo dann oben drüber DIN EN irgendwas steht oder VDE-Spezifikation irgendwas steht. Das wird in dem Teil 4 erklärt. Und der Teil 5, für mich der schwierigste Teil als Diplom-Ingenieur und Nachrichtentechniker, die rechtliche Seite noch zu bewerten im Teil 5. Das ist dann übernächste Woche. Und damit komme ich zum Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin überwältigt von 69 Teilnehmern, die sich das hier angehört haben. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich muss auch sagen, nach den letzten 20 Jahren Seminaren war das mein allererstes Webinar. Es ist eine ganz neue Erfahrung. Ich war furchtbar nervös. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gemerkt. Und damit übergebe ich wieder zurück zur Kerstin. Dankeschön da draußen. Tschüss. Ja, vielen Dank, Thomas, für dieses sehr informative und aufschlussreiche Webinar und die Einblicke in die DKE. Ich habe keine Nervosität gemerkt.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können die erhaltenen Informationen weiter verwenden. Gibt es denn noch Fragen, die Sie direkt stellen möchten? Dann können Sie das jetzt noch tun in der Fragen- und Antwortfunktion. Im Moment sehe ich da keine offenen Fragen, nur dass es kaum Widerrede gibt. Wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben sollten, dann können Sie die natürlich gerne an uns richten, entweder an Herrn Zentko oder mich direkt oder auch an DKE-Webinare. Das ist jederzeit möglich und da werden wir uns auch Mühe geben, diese zu beantworten. Vielleicht darf ich noch eine Sache sagen. Man kann mich wunderbar googeln. Man findet meine Kontaktdaten auf der Webseite der DKE. Das heißt also, auch wenn Sie Fragen vielleicht persönlich stellen wollen, kein Problem. Ich bedanke mich für den Applaus, der hier in Form von Emojicons gekommen ist. Und ja, mein Name ist Zentko. Sie finden mich auf der DKE-Homepage in dem Bereich internationale Abteilung. Erreichen mich per Telefon oder gerne auch per E-Mail, wie Sie möchten. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine weitere Frage an Sie. Wir möchten gerne noch wissen, wie Sie denn auf unsere Webinare aufmerksam geworden sind. Dazu werde ich jetzt nochmal, das wird sich rechts bei Ihnen öffnen, eine Umfrage starten. Nochmal zum Abschluss. Da bitte ich Sie, unter den Antwortmöglichkeiten eine zu wählen. Im Moment sehe ich, scheinbar hat sich es sehr stark über Kollegen rumgesprochen und die Rundschreiben haben auch ihre Wirkung gezeigt. Ja, das ist sehr spannend. Die DKE-Rundschreiben und die Mundpropaganda über Kollegen überwiegen hier doch sehr stark, gefolgt von der Quelle Meine DKE. Vielen Dank für die rege Teilnahme an der Umfrage. Also die DKE-Rundschreiben haben doch hier sehr stark ihre Wirkung gezeigt und die Experten erreicht, die dann scheinbar auch ihren Kollegen das mitgeteilt haben. Das ist interessant zu wissen für uns. Also vielen Dank nochmal für die Teilnahme. Wie erwähnt, würden wir uns freuen, wenn Sie an der Umfrage im Anschluss, die jetzt gleich noch kommen wird, teilnehmen. Diese öffnet sich automatisch, wenn Sie das Event verlassen. Da werden nochmal recht allgemeine Fragen zu dem Webinar gestellt. Weiterhin wird Ihnen in den folgenden Tagen dann ein Link mit der Aufzeichnung zur Verfügung gestellt, wo Sie sich das Ganze auch in Ruhe nochmal ansehen können. Ja, das nächste Webinar in dieser Reihe findet bereits morgen statt, morgen Abend um 17 Uhr. Sie sind herzlich eingeladen, auch dort teilzunehmen. Dort wird es um die nationale elektrotechnische Normung gehen. An dieser Stelle verabschieden wir uns dann. Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen hoffentlich. Auf Wiederhören.